Champignon schnitten. Hallo zusammen, heute machen wir zusammen einen Champignon schnitten. Ein bisschen so wie ich es mache, hat sicher auch jeder sein eigenes Rezept. Für zwei Personen nehmen wir 400 Gramm Champignon und schneiden die in grobe Stückchen. Man kann natürlich auch andere Pilze nehmen, wenn man gerade rum hat oder wenn man in den Pilz war. Dann brauchen wir 4 Scheiben Toastbrot, 60 ml Weisswein, 40 ml Bouillon, 100 ml Rahm, eine gehackte Zwiebel, einen gehackten Knoblauchzehen und einen gehackten Thymianzweig. Dann brauchen wir natürlich noch ein bisschen zum Würzen Salz und Pfeffer und zum Anbraten Butter und Öl. Wir erhitzen ein bisschen Öl in einer Bratpfanne und braten unsere Champignons innen an, bis sie ein bisschen zusammenfallen. Dann reduzieren wir die Hitze auf mittlere Stufe, geben Zwiebeln-Knoblauch-Thymian dazu. Ich habe etwas anderes studiert, Entschuldigung. Und dann ganz für etwa 1-2 Minuten mitbraten. Dann löschen wir es mit Weisswein-Bouillon und Rahm ab. Dann leicht aufköcheln und dann auf mittlerer Hitze etwa 2-3 Minuten leicht köcheln. Dann würzen wir es noch nach Belieben, ein bisschen mit Salz und Pfeffer. In der Zwischenzeit erhitzen wir in einer anderen Pfanne etwas Butter und rösten unser Toastbrot goldbraun Abro-Seite. Kann man natürlich auch im Toaster machen, ohne Butter oder im Backofen. Dann legen wir Toastbrot auf einen Teller und bedecken sie mit unserer Champignonsauce. Ich wünsche einen guten Zusammenhang.